Motherfucker, ich bin tot. This game is ugly shit. Na, lest euch die Dinger selbst durch. Ich krieg mich meistens nicht ein, wenn ich das versuche. Ich frag mich, wie viel Paarzeit ich im Moment hab. Weil eigentlich wollte ich mich am Ende jedes Paar verabschieden, aber werde ich wohl nicht hinkriegen. Also verzeiht mir dies, Leute. Und. Ja, so macht es ein Sieger. Aber da gab es noch einen anderen Weg. Ich will gucken, was da passiert wäre. Ich möchte doch alles vom Spiel erforschen. So, was wäre hier passiert? Stirb. Kommt man da? Ich sollte nicht mehr springen, wenn ich da vor der Wand bin. Glaube ich. Und. Stirb. Ach ja, ich bin leicht erkältet. Habe ich das schon erwähnt? So, diesmal versuche ich nicht da hochzuspringen. Erst jetzt. So, dann muss man sich dazwischen platzieren. Und. Ja. Was ist das denn? Oh shit, is that? Den gab es auch in einer Folge. Ach, der Gita Man. Den gibt es in vielen Folgen. Gita Guy is no playable. Special Shoots Reward. Cool. Yeah. Ich bin der Gita Guy. Als Skelett. Ohne Grund. Ja, gut, dass ich den Weg genommen habe, ne? Yeah. Und, oh. What the fuck? Ja. Der Nerd spricht mir aus der Seele, du. Der Gita-Guy, yeah. Er kann durch Wände schießen, aber seine Schüsse sind deutlich schwächer als die vom Nerd. Oder er schießt nicht so schnell. Ich weiß es nicht genau. Nee, Gita-Guy, yeah. Er ist ein cooler Motherfucker. Er hat einen Hut. Oh yeah. Oh nein. Und er läuft ein bisschen schnell. Pah! Da muss ich mit dem Nerd drüber. Es sieht wahrscheinlich jetzt, die Zuschauer denken sich jetzt wahrscheinlich so, was? Der hat einen Unterschied da im Laufen und Springen. Ja, das habe ich. Der läuft anders und der springt anders und der schießt anders und der sieht anders aus. Er ist eine andere Person. Ich hoffe doch, nachdem man so eine Stage gemacht hat, behält man nicht seine Level, weil sonst dann habe ich ein Problem. We have a problem, Houston. Ja, so geht der Spruch wirklich. So und nicht anders. So, jetzt diesmal darf ich nicht sterben. Und ja! Da saß er auf seinem Sofa in der Chefetage. Nerd is dead. Dieses Spiel. Wahrscheinlich wird sich mein Aggressionsgrad wie formuliere ich das? In der Zeit des Spielens an einigen Momenten deutlich. Nein, das ist eine schlechte Formulierung. Mein Aggressionsgrad wird in der Spielzeit innerhalb des Spiels überdurchschnittlich exponentiell ansteigen, weil das Spiel manchmal ziemlich ja, beschissen einfach sein soll, ne? Habe ich gehört. Oh, was haben wir? Was haben wir da? Ah ja, ich habe es überlebt. Ich glaube, das war ein Leben für den Nerd, wenn ich das jetzt right verfolgt habe. Okay, für ein Leben von für den Nerd habe ich einen anderen Weg erstrebt. Ja, aber ich habe noch den Typen hier bekommen. Den Gita-Guy, der das Intro singt, habe ich am Anfang eingespielt. Müsst ihr gut finden, weil ich es gut finde. Es ist kein Shitty Game. So, jetzt kommt der arschige Teil, vermute ich. Man muss über die Dinger und ist währenddessen in ziemlicher Gefahr. Ja. Ob ich das schaffe? Ja, wahrscheinlich schaffe ich es. Haha. Fuck it! I'd rather crew, ja, mach das. Viel Spaß dabei, Schwupp. Nein, ich sollte nicht ausfallen werden. Entschuldigt meine Wortwahl. So etwas sage ich doch gar nicht. Welcome to die. Ja, willkommen im Tod und nach 2 Sekunden lebe ich wieder. Das ist eine schöne Formulierung. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Ich finde es scheiße. Ein Astronaut! Der hat bestimmt etwas im Gepäck für mich. Den Tod. Ja, dann mache ich den hier. Stirbt Astronauten. Wenn sie schon gespawnt sind, müssten sie gleich tot sein. Wenn nicht, dann, naja, Arschkarte gezogen. Ich darf doch sehr bitten. Mann! It's all over. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ist wirklich alles zu Ende? Bin ich denn wirklich tot?
Das kann doch gar nicht sein. Ah, der Nerd kann höher springen. Der kann bestimmt über die Astronauten so wie ein, keine Ahnung was, drüber springen. Ja, und das Spiel ist so cool, dass unter mir der Boden verschwindet und ich in die Lichtschranke falle. Ich werde wahrscheinlich jetzt jedes einzelne Leben an diesem Level verschwenden. Was für ein schönes Spiel. Ja, das liegt wirklich am Spiel, wenn ich unfähig bin. Ja, tut es. Und Checkpoint. Ha! Whoever came up with this level is an asshole. Ich bin ein asshole, ja. Denn ich kam wirklich ab mit dem Level. Ha, 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 Stirb. Mo fucker. Jetzt aktivieren wir den Gita-Guy und töten diese Qualle dann. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Gita, 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 Gita Hero. Was? Und yeah. Oh nein! Shitty game. This game is dirty shit coming out of shit Piggles toes. Besser hätte man es nicht formulieren können. Shit Piggle ist übrigens auch so eine Figur aus Angry Video Game Nerd. Der kann nichts anderes sagen außer Shit Piggle. Er ist ein cooler Typ. Denn er ist scheiße. So, komm, komm, komm. Und yeah. Ich bin der Guitar Man. Ich bin nur Gitarrist. Sonst habe ich keine Bestimmung. You died. Bin ich denn wirklich tot? Das kann ich doch noch nicht ganz so glauben. Ich weiß nicht, ob der Nerd die Dinge auch in Bewegung setzen kann. Wahrscheinlich nicht. Erstmal muss ich das Viech da töten. Wieso springe ich nicht hoch, um das zu. Ja, egal. Ah, doch, der Nerd kann das auch. Das ist ja cool, dass der Nerd das auch. Ja, es ist cool, dass der Nerd das kann, aber es ist scheiße, dass ich gestorben bin. Vielleicht sind meine Leben aufgebraucht. Ich sollte das Level noch vorher schaffen. Weil ist besser. Und das ist erst der normale Schwierigkeitsgrad. Wie wäre dann hart? Hart. Es wäre bestimmt sehr hart. Ja, diesmal werde ich nicht so überhastet spielen. Du bleibst jetzt hier. Und Mufaka. Ja, hab's. Checkpoint. Ja, jetzt der scheiß Astronaut. Kann mir mal ein Fett einen Blown. Ja, er kann mir wirklich ein. Wow, wow, wow. Ah, hier stirbt man nicht instant. Das gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht. This game is smelly earwax. Ja, es ist wirklich. Stirb, stirb, stirb. Und ja, schön, man springt hoch und dann ist da diese Scheiße und dann stirbt man und dann alles beschissen, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Es ist einfach nur ein Scheißspiel. Wieso springe ich überhaupt? Man kann darüber laufen. Oh, schade. So. So. Rüber. Und dann das da. Ja, hab's. Und Checkpoint. Oh, da haben wir wieder so ein Power-Up. Wir hatten wirklich ein Power-Up. Das werde ich mir gut aufbewahren, falls ich. Ja, okay, hier. Haha. Er hat euch alle erschossen, denn er ist cool. Cooler als ihr. Und ja, nein. Ja, okay. Die sind da extra so platziert, dass die einen in die Totenköpfe reinschießen. Denke ich. Ja, noch zwei Leben. This game is rotten fesse. Ja, es ist sogar noch wirklich. Ich hatte am Anfang 30 Leben. Das muss man sich mal vor Augen führen. Jetzt habe ich zwei. Ich werde besser mit diesem Item umgehen. Es ist zu wertvoll für ein Shitty Game. Und drüber. Ja, man kann laufen, denn man ist cool. Und ich bin ein großer Motherfucker. Gelb. Ja, sogar noch wirklich. Ich nehme mal den hier. Yeah. Ich werde das letzte Leben versch. Das ging schnell. Yeah. Ich bin der Gita Man. Ich werde das letzte Leben verschwenden. Ja. You are dead. Your friends are dead. Your family is dead. Your fucking pets are being stinned alive. Your mother is a fucking war. You suck at life. The whole world hates you. You are going to hell. Life with it. Game over. Das ist eine schöne Ansage. Ja, dann beende ich den Partyspiel.
offscreen so weit wie ich will. Und dann sieht man sich im nächsten Part. Tschüss. Ja, wahrscheinlich waren das jetzt zwei Parts, aber trotzdem tschüss.